Willkommen zum nächsten Video in unserer Review-Reihe. Jetzt wollen wir uns nochmal die bedingte Wahrscheinlichkeit angucken und dann darauf folgend auch die Unabhängigkeit. Also auch das hatten wir ja schon im Bachelor gemacht. Die bedingte Wahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, wenn ich schon weiß, dass etwas anderes passiert ist. Und zwei Ereignisse sind unabhängig, wenn die bedingte Wahrscheinlichkeit und die normale Wahrscheinlichkeit denselben Wert haben. Hier ist die Definition, die sieht ganz kurz und friedlich, kommt die so dahergeschlichen. Na, das ist die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B, aus diesem Strich hier, den lesen wir als gegeben, im Englischen given. Und die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B, das ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass A und B passieren, also die Schnittmenge von den beiden. Das sind genau die Elementareignisse, die sowohl in A als auch in B drin sind, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von B. Ja, es sieht ganz friedlich aus, ist sogar irgendwie logisch. Wir können uns das irgendwie so vorstellen, wenn wir wollen ja die Wahrscheinlichkeit von dem hier wissen, aber unter der Voraussetzung, dass wir schon wissen, dass das hier passiert ist. Wir wollen also nur noch die Schnittmenge als der Anteil der Schnittmenge von der B rauskriegen. Ja, ist eine Formel, da ist keiner mit überfordert, da so einen Bruch auszurechnen. Ist aber doch eigentlich ein ziemlich kompliziertes Konzept und inhaltlich schwer zu verstehen, was das heißt. Ja, die Gefahr, das hier und die Schnittmenge zu verwechseln, ist schon mal sehr groß. Haben wir, glaube ich, auch gesehen im Bachelor. Und da kann man an vielen Stellen reinfallen. Also nochmal zur Wiederholung, ne? Das heißt hier A gegeben B. Das bedeutet, ist ein Zufallsereignis passiert und jemand verrät mir schon ein paar Sachen über das Zufallsereignis. Und das ist dies B. Könnte zum Beispiel sein, ich würfle heimlich und ich verrate Ihnen schon mal, dass es keine 6 gewesen ist. Ja, dann wäre das B, das Event, das 1 bis 5 gefallen ist. Und jetzt wollen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür rauskriegen, weiß nicht, dass Sie trotzdem über 2 gewürfelt haben. Und dann können Sie das ausrechnen, ne, als 3 und 4 und 5 geteilt durch 5. Ja, 3, 4 und 5, das wäre, dass sowohl A und B passiert ist, ne, die Bedingung und das, was Sie, Ihr Zielereignis. Und dies hier müssen Sie dann durch die Wahrscheinlichkeit von B teilen. Das wären also nur noch 5 Sechstel hier. Ne? Machen das mal ein Beispiel mit dem Würfel. Gucken wir uns mal folgende Ereignisse an. Das Ereignis A ist, ich würfle 1 oder 2. Kann zum Beispiel sein, dass ich mich dafür interessiere. Ja, ich habe versucht, eine möglichst kleine Zahl zu würfeln. Und wenn ich das schaffe, kriege ich einen Keks. Das Ereignis B ist, ich habe eine gerade Zahl gewürfelt. Okay? Offensichtlich ist die 2, die habe ich hier so ein bisschen orange gemalt, als Mischung von Gelb und Rot. Die 2 ist sowohl in A als auch in B drin. Das ist eine gerade Zahl, die 1 und 2 ist. So, jetzt zuerst rechnen wir mal die Wahrscheinlichkeit dafür aus, dass wir sowohl A als auch B erreichen. Ja, also wir wollen eine Zahl, die 1 oder 2 ist und die gerade ist. Sprich, hier haben wir eben schon überlegt, die Wahrscheinlichkeit genau die 2 zu würfeln. Was wäre das? In diesem Beispiel schön handlich, das wäre dann die 1 Sechstel. Und jetzt wollen wir die Wahrscheinlichkeit wissen, eine kleine Zahl zu würfeln, also 1 oder 2, wenn mir jemand schon verraten hat, dass ich eine gerade Zahl gewürfelt habe. Okay, das wollen wir rauskriegen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ich einen von diesen beiden hier erwische, wenn mir jemand schon verrät, dass ich die, die oder die erwischt habe. Können Sie sich echt so bildlich vorstellen. Er hat gewürfelt, er guckt heimlich hin und er sagt, es ist 2, 4, 6. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine 2 ist? Okay, müssen wir uns Schritt für Schritt überlegen. Ne? Also man kann es sich relativ gut übersichtlich logischer überlegen. Ja, ich habe hier 3 Möglichkeiten noch und Würfel ist ja uniform verteilt, also gleich verteilt. Ich kann dann einfach die günstigen durch die totalen Ereignisse rechnen. Ne? Also ich habe 1 von diesen 3 Ereignissen will ich gerne haben. Das heißt, es müsste ja ein Drittel sein. Gucken wir mal, ob das mit unserer Formel übereinstimmt. Ich muss oben die Schnittmenge, habe ich ja hier ausgerechnet, ist 1/6. Und hier die Wahrscheinlichkeit von B, die habe ich hier unten ausgerechnet, ist 1/2. Also 1/6 durch 1/2, das ist 1/3. Ja? Jetzt fällt uns gleich prompt auf, die Wahrscheinlichkeit hat sich gar nicht geändert. Aber wenn er mir nichts gesagt hätte vorher, dann hätte ich hier jede dieser 6 Zahlen hier gewürfelt haben können. Und die Wahrscheinlichkeit, dann 1 oder 2 getroffen zu haben, ist immer noch 1/3. Also das sind 2 von diesen 6 Zahlen. Das heißt, das Ereignis A und das Ereignis B, das wir hier betrachtet haben, sind unabhängig. Die Wahrscheinlichkeit ändert sich nicht, wenn ich die
Also die Wahrscheinlichkeit eines der beiden Ereignisse ändert sich nicht, wenn ich das andere als Bedingung hinzufüge. Und Sie sehen auch schon, das gilt in beide Richtungen. Ja, wenn Sie B gegeben A ausrechnen würden, hätten Sie hier oben das wieder dasselbe und unten als Bedingung nur P von A. Das wäre also ein Sechstel durch ein Drittel. Dann kämen Sie auf ein Halb. Also die Wahrscheinlichkeit, etwas Rotes zu würfeln, wenn ich Ihnen vorher sage, dass ich etwas Kleines gewürfelt habe, ist ein Halb. Und offensichtlich ist das auch die Wahrscheinlichkeit von P von B von Anfang an. Machen wir mal ein kleines, komplizierteres Beispiel. Und die Videos sind jetzt nicht dafür da, um Übungsaufgaben zu machen. Aber hier ist es, glaube ich, ganz praktisch, wenn wir das mal zusammen machen. Wenn wir das in Ruhe durchdenken, nehmen Sie sich dafür jetzt Zeit. Ja, schalten Sie gleich nochmal das Video aus, wenn ich gleich den Mund halte. Und überlegen Sie sich dann, was Ihrer Ansicht nach hier die Antwort sein müsste. Also ich habe hier, was habe ich hier gegeben? Männer und Frauen, Frauen und Männer. Und fünf verschiedene möglichen Größen dieser Personen. Und wir nehmen mal an, Menschen könnten nur genau diese fünf verschiedene Personen und genau diese beiden Geschlechter haben. Dann haben wir hier also 10 Möglichkeiten. Hier steht jeweils die Wahrscheinlichkeit für die Elementarereignisse stehen in der Tabelle hier. Okay, also unter allen Menschen ist diese Option, dass es eine sehr, sehr große Frau ist, 5%, dass es ein sehr, sehr großer Mann ist, 15%. Okay, was will ich wissen? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine Frau ist, wenn wir schon wissen, dass die Höhe der Person, also die Größe der Person, kleiner oder gleich 5 Fuß ist? Ja? Also wir gucken lange Straße lang und ganz hinten sehen wir jemanden laufen und der ist ziemlich klein, das können wir erkennen. Aber ob es Mann oder Frau ist, können wir halt im Dunkeln nicht erkennen. Jetzt wüsste ich gerne die Wahrscheinlichkeit, okay, wenn ich weiß, es ist eine dieser beiden Zellen, wie wahrscheinlich ist es dann, dass es sich um eine Frau handelt? So, jetzt halte ich ein bisschen im Mund, dass Sie das Video stoppen können und sich das in Ruhe überlegen. Machen Sie dies hier, ziehen Sie das voll durch jetzt, kriegen Sie hin. Ja, gucken wir uns das an. Ich muss übrigens auch immer wieder, ich benutze dieselben Folien jetzt schon eine Weile, aber ich muss jedes Mal wieder hingucken. Also wenn es nicht sofort ganz flüssig ging, machen Sie sich bloß nicht fertig. Ja? Was müssen wir rechnen? Wir haben hier die Wahrscheinlichkeit, eine Frau zu treffen. Das ist dieser gelbe Bereich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Person klein ist, das ist der rote Bereich. Und mich interessiert die Schnittmenge geteilt durch den ganzen roten Bereich. Also diese 15 plus 15, das sind 30%. Von dem ganzen Bereich, das sind 40%. Also 30 durch 40 und das macht dann diese 75. Okay, nochmal formaler, was wir eben hatten. Wenn wir P von A gegeben B gleich P von A haben, dann nennen wir die A und B unabhängig. Und das hier oben gehört irgendwie zur selben Folie dazu. Das ist sinnvollerweise, ist das im selben Block, ne? A geschnitten, B leere Menge. Also wenn A und B keine Schnittmenge haben, was ja insbesondere heißt, dass die Wahrscheinlichkeit von A gegeben B 0 ist und umgekehrt, dann nennen wir die beiden Ereignisse exklusiv, ausschließend. Ja, macht viel Sinn. Intuitiv heißt das also, dass exclusive bedeutet, dass wenn nicht beides gleichzeitig passieren kann, während unabhängig bedeutet, dass wenn das eine passiert ist, die Wahrscheinlichkeit für das andere nicht verändert. Und ist jetzt noch so ein Block, ne, das gehört nicht zur Definition, sondern ist ein eigener Satz, den wir beweisen könnten. Da machen wir uns jetzt aber nicht im Einzelnen die Mühe. Können Sie mal vielleicht als Übungsaufgabe, wenn Sie sich unsicher fühlen. Aber wir sehen hier, wenn A gegeben B gleich P von A ist, also wenn die Elemente unabhängig sind, dann gilt natürlich auch, dass B gegeben A gleich P von B ist. Das hatten wir vorhin bei den Würfeln schon mal uns als Beispiel angeguckt. Und dann gilt insbesondere auch, dass die Wahrscheinlichkeit von A geschnitten B gleich dem Produkt von P von A und P von B ist. Das hier ist das, was wir am häufigsten verwenden, denn unabhängig ist etwas, was wir in der Wirklichkeit oft ganz gut erkennen. Exklusiv erkennt man ganz gut an den Formeln, unabhängig erkennt man ganz gut an der Wirklichkeit und entsprechend kann man es dann auf der anderen Seite ganz gut nutzen. Also unabhängig ist zum Beispiel 2 Würfe an einem Roulette-Tisch. Ja, die Kugel erinnert sich nicht, auf welche Zahl sie letztes Mal gefallen ist. Sie fällt das nächste Mal wieder auf eine völlig genauso verteilte Funktion, wie sie vorher auch hatte. Jede einzelne Zahl zu treffen, hat sich die Wahrscheinlichkeit nicht verändert, dadurch, dass ich letztes Mal die 11 getroffen habe. Die sind unabhängig, das ist physikalisch leicht nachzuvollziehen. Und also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zweimal die 11 treffe, die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim ersten Mal die 11 treffe, mal der Wahrscheinlichkeit, dass ich beim zweiten Mal die 11 treffe.
Wir können mit diesen, wenn wir diese Begriffe haben und es das durchdacht haben, können wir auch relativ leicht ein paar Formeln aufstellen, die wirklich fast keine Formel rechtfertigen. Ja, wenn man das in normalen Wörtern sagt, macht das viel mehr Sinn schon. Aber naja, am Ende brauchen wir es ja doch irgendwie in der Rechnung, deshalb schreiben wir es als Formel auf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass A und B, ja, dass also die Vereinigung der beiden passiert, ist ja ziemlich wahrscheinlich. Also vergleichsweise wahrscheinlicher. Ne? Das ist die Wahrscheinlichkeit von A plus die Wahrscheinlichkeit von B. Dann müssen wir allerdings einmal die Wahrscheinlichkeit der Schnittmenge abziehen. Warum ist das? Ich habe das hier so ein bisschen versucht anzudeuten. Also das Blaue ist hier B, ne? Und die Wahrscheinlichkeit von B, also oben die Wahrscheinlichkeit von B, dies hier ist die Wahrscheinlichkeit von A. Und wenn ich jetzt die Wahrscheinlichkeit von A vereinigt mit B haben will, das wäre hier unten dieser ganze Bereich, ne? Dann muss ich ja diesen ganzen Bereich nehmen und der ist das Gelbe plus den Blauen. Das Blau reicht bis hier rüber. Ne? Allerdings habe ich jetzt diesen mittleren Bereich P von A geschnitten, B zweimal reingetan. Den muss ich einmal wieder rausholen. Formel ist völlig logisch. Wenn insbesondere A und B exklusiv sind, also nicht gleichzeitig passieren können, dann fällt natürlich die Schnittmenge weg, weil die dann sowieso Wahrscheinlichkeit 0 hat. Und die Wahrscheinlichkeit für die Vereinigung ist einfach die Summe der beiden. Und wir haben ja eben schon gesehen, wenn die beiden unabhängig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit für die Schnittmenge das Produkt von beiden. Also nochmal hier kurz dargestellt. Also wenn wir hier P von A und P von B haben und die haben gar keine Schnittmenge, nur dann ist leicht, ne? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass A oder B passiert, einfach die Vereinigung dieser beiden.